Um ein Video in das vorhandene Projekt einzubinden, tippen wir den Hinzufügen-Button an. Wir haben nun zwei Optionen. Zum einen das Aufnehmen eines neuen Videos, zum anderen das Hinzufügen eines vorhandenen Videos. Wir können aus einer Vielzahl möglicher Speicherorte wählen. Im einfachsten Fall die Mediathek unseres Tablets. Wir wählen dort das gewünschte Video aus. Es ist nun Teil unserer aktuellen Folie. Der Hand-Button ist automatisch ausgewählt und somit können wir das Objekt entsprechend platzieren. Damit das eingebundene Video im späteren Erklärvideo zu sehen ist, muss es während einer laufenden Aufnahme abgespielt werden. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, die jeweils unterschiedliche Einstellungen erfordern. Möglichkeit 1 wäre es, das Video mit Original-Tonspur zu integrieren. In diesem Fall kann man während die Aufnahme läuft und das Video abgespielt wird, keine weitere Audioaufnahme machen. Wir wechseln ins Hauptmenü. Da am Projekt Änderungen vorgenommen wurden, müssen wir es zunächst speichern. Wir tippen auf den Einstellungen-Button, wählen den Reiter Aufnahme und vergewissern uns, dass die Funktion Mikrofon stillen beim Spielen von eingefügtem Video eingeschaltet ist. Durch Tippen außerhalb des Einstellungsmenüs und ein erneutes Antippen des aktuellen Projekts kommen wir zurück zu unserer Folienoberfläche. Jetzt können wir eine normale Aufnahme machen und in deren Verlauf das Video starten. Schließt man den Schalter, so leuchtet das Lämpchen. Wir schauen uns die aufgenommene Sequenz kurz an. Schließt man den Schalter, so leuchtet das Lämpchen. Die so aufgezeichnete Sequenz enthält eindeutig Hintergrundgeräusche. Das liegt daran, dass das zuvor aufgenommene Video in einer hektischen Pausensituation aufgezeichnet wurde. Mit der zweiten Möglichkeit können wir eine Audiospur erstellen, die diese Hintergrundgeräusche nicht enthält. Dafür tippen wir zunächst mit dem Handsymbol das Video an. Wir stellen seine Audioausgabe auf 0 und bringen das Video zurück an den Anfang. Dafür müssen wir die Einstellungen verändern. Wir wechseln wieder zum Hauptmenü, speichern das Projekt, öffnen die Einstellungen, wechseln zum Reiter Aufnahme und vergewissern uns, dass die Funktion Mikrofon stillen beim Spielen von eingefügtem Video dieses Mal abgeschaltet ist. Wir wechseln zurück zu unserem Projekt. Wenn wir jetzt während der Aufnahme das Video abspielen, können wir direkt eine neue Audiospur aufzeichnen. Wir beginnen die Aufnahme. Schließt man den Schalter, so leuchtet das Lämpchen. Wir schauen uns zum Vergleich beide aufgezeichneten Sequenzen hintereinander an. Schließt man den Schalter, so leuchtet das Lämpchen. Schließt man den Schalter, so leuchtet das Lämpchen.